Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekirche.de. In diesem Video soll es darum gehen, wie man mit einem Klimagerät mehrere Zimmer kühlen kann. Ihr seht hier so einen ganz groben Grundriss von unserem Obergeschoss, von unserer Wohnung. Und ich wollte nicht in jedes Zimmer ein Split-Klimagerät machen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hätte ich in jedem Zimmer eine Kondensatpumpe gebraucht, was zum einen teuer ist. So eine Kondensatpumpe kostet schnell 120 Euro. Zum anderen natürlich wegen der Geräusche und ich finde, wir haben viele Störungen an Kondensatpumpen, also mehr Kondensatstörungen, wie ich sag mal Kältemittelmangelstörungen. Deswegen wollte ich hier schon mal aufs Kondensat verzichten. Aber natürlich auch, ich hätte in jedes Zimmer ein Klimagerät einbauen müssen, hätte es dahin verrohren müssen, Kabel legen, was ziemlich viel Aufwand ist. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein sogenanntes Kanalklimagerät gekauft. Und dieses Kanalklimagerät saugt auf der einen Seite warme Luft an und bläst auf der anderen Seite kalte Luft aus. Das hat natürlich den großen Vorteil, ich muss in jedes Zimmer nicht ein Klimagerät setzen, sondern einfach nur einen Deckenauslass, wo dann die kalte Luft bzw. warme Luft rauskommt. Das schauen wir uns aber nachher im Detail an. Das heißt, wenn ihr jetzt auf meinen Grundriss schaut, ich musste jeweils nur mit einem Schlauch mit 160 mm Durchmesser, ich habe dann Y-Verteiler hingemacht und blase jetzt kalte Luft in das Zimmer ein. Und ich saug unter der Türe, über den Flur, sauge ich ganz einfach die Luft wieder an und blase sie dann in die Zimmer raus. In jedem Zimmer hängt ein Thermostat, der dann die einzelnen Zimmer über sogenannte Klappenstellantriebe freischaltet. Aber schauen wir uns das Ganze einfach mal im Detail an. Ich bin jetzt gerade beim Lasse im Zimmer, bei den anderen sieht es auch so aus. Ich habe also in jedem Zimmer zwei solche Tellerventile drin. Die tausche ich allerdings einmal im Jahr. Das sind jetzt die Ventile für den Winter. Da strömt die Luft dran vorbei und wird richtig nach unten gedrückt, dass ich die Wärme auch nach unten bekomme. Die Sommerventile schauen wir uns gleich an. Da ist so, die Luft wird aufs Ventil geworfen, wird an der Decke entlang verteilt und fängt dann nach unten. Das heißt, mit diesen Tellerventilen habe ich dann wirklich gar keine Zugerscheinung und im Winter kriege ich die Wärme trotzdem dann nach unten. Hier sieht man jetzt also das Kanalgerät. Am Kanalgerät habe ich vorne ein Stück Kanal hingemacht. Und an diesem Kanal hier sind jetzt also vier Luftschläuche dran. Diese vier Luftschläuche gehen auf vier Klappenantriebe. Der vierte Anschluss, den habe ich noch nicht gemacht. Der ist vorbereitet. Da verteile ich eben ins Büro noch ein bisschen und eben ins Badezimmer. Und diese Schläuche gehen dann eben durchs gesamte Dachgeschoss durch und da verteile ich dann eben die Luft in die einzelnen Zimmer. Ich habe das Kanalgerät hier mit Absicht offen gelassen, weil es hier oben relativ warm ist. Das gleiche gilt für die Steuerung der Logo. Da hatte ich zuerst auch einen Schallschrank dran, aber weil das einfach alles viel zu heiß geworden ist, habe ich das jetzt eben so ein bisschen frei verdrahtet. Da geht die Wärme einfach wesentlich besser weg und hier oben sitzt eben dann auch die Fernbedienung. Dann sieht man hier diese zwei kleinen Tellerventile, die eben vorbereitet sind. Das ist jetzt fürs Bad und dann eben gibt es das noch im Büro. Das Außengerät hat 7 kW und wenn nur ein Raum an ist, dann kann ich da ein bisschen kalte Luft reinlassen. Hier seht ihr jetzt den Luftansaug. Das ist also der Ansaug vom Kanalgerät. Und ich lasse also die Luft einfach unter der Tür durchströmen. Und diese Durchströmung, man sieht es hier, kommt also die Luft raus. Einmal durch das Tellerventil und einmal durch das Tellerventil. Und dann strömt die Luft also unter der Tür durch und wird hier angesaugt. Ein weiterer Vorteil natürlich, dass damit auch das ganze Haus kalt wird. Hier steht das Außengerät, das habt ihr in einigen Videos schon gesehen. Ich habe die gesamte Rohrleitung im Erdreich hier ausgeschäumt, einfach dass gut isoliert ist und gehe dann hoch auf den Dachboden. Zum Außengerät gibt es nicht arg viel zu sagen, außer natürlich, dass man für 3 bzw. 4 Zimmer relativ viel Leistung braucht. Deswegen habe ich hier eine 7 kW Maschine genommen, dass da einfach ein bisschen Power da ist. Also für mich jetzt natürlich die perfekte Lösung, auch wenn ich sagen muss, da die Installation auf dem Dachboden gefällt mir nicht so ganz, aber irgendwie wie das so ist, gell, daheim, wenn man dann halt irgendwie, denkt man mir, ja, ich mach's noch fertig, ich mach's schön
Und wenn es mal läuft, dann, naja, wie das mit einem Provisorium ist, das hebt meistens am längsten. Aber wie gesagt, für mich jetzt natürlich die perfekte Lösung, sage ich mal. Ich kann 4 Zimmer kühlen. In einem Zimmer habe ich ja das Kältebringergerät dann noch später eingebaut und habe dann anstatt das Zimmer zu kühlen eben noch das Büro beziehungsweise dann eben noch das Badezimmer gemacht, weil ich einfach dieses entfernteste Zimmer, da bin ich nicht mehr um den Kamin drum herum gekommen, deswegen habe ich da das Kältebringergerät eingebaut. Aber so ein Kanalgerät ist natürlich die perfekte Lösung, wenn man vielleicht in einem Obergeschoss ist, wo man 4, 5 oder 6 Zimmer hat und dann einfach nur Schläuche hinlegen muss und dann nur die Räume zuschaltet, die man natürlich braucht. Es gibt fertige Lösungen, zum Beispiel von Mitsubishi Heavy, das ist ziemlich cool, wo es dann so fertige Kanalverteiler gibt und alles drum und dran. Denn im Grunde muss man sagen, diese Lösung, wie es ich hier gemacht habe, die erfordert einiges an Messsteuerregeltechnik, um die Ventile jeweils auf- und zuzufahren, die Freigabe zu machen fürs Gerät und so. Das ist schon ein bisschen, wo man viel verdrahten muss und auch ein bisschen Logo programmieren muss und so. Aber im Grunde ist das halt eine wunderbare, schöne Lösung, wie man im Raum nicht sieht, das Kondensat an der zentralen Stelle hat und natürlich auch nur ein Außengerät mit einem Rohrbündel rein hat. Aber halt eine Lösung, wo man, ich sag mal, relativ viel selber bauen muss. Das ist jetzt nichts, was so richtig von der Stange gibt, aber halt eine coole Lösung.